Hallo Leute und herzlich willkommen zu Leiso 4.2. Wir machen natürlich weiter. Ihr war ja. Waren ja hier. Jetzt muss ich hier Blumen sammeln oder so. Damit ich sie wieder happy machen kann. Ich weiß es nicht. Lilly, ich. Oh Mann. Nein! Ich wollte das nicht, ich bin doch nur dein Quartiermeister. Oh, was ist denn jetzt wieder passiert? Oh, es fängt schon wieder an. Hier wurde wahrscheinlich jemand. Ja. Weggeschliffen. Wir waren meant to live forever. And I will. I will be forever. Immer da sein. Ja, was ist jetzt mit Lilly los? Jetzt hat sie auch das Gefühl, sie ist irgendwie Gott oder so. Mach das auf. I will be. Alter. 3 Stiche. Nicht so angenehm, glaube ich. I will. Oh Gott. Waren das wir? Forever the dream. Forever the wound. Forever you. Ich glaube, Lilly will uns jetzt umbringen. Ich glaube, die ist jetzt richtig aggro auf uns. Ich glaube, Lilly hat uns oder will uns umbringen und ich soll mich nicht wehren. Hä? Oh. Ja, bleib werden. Accept what was lost. To accept the pain and feed your own fire. Your own fire. Okay. Lilly, please come back. I need you. Hello? My name is James. What's yours? Ah, wir sind James. Wir sind James und Lilly ist jetzt gestorben oder weg einfach. The weight of this sad time, we must obey. Speak what we feel, not what we ought to say. Lilly? Lilly jetzt auch noch gestorben? Und wir hatten ja keinen Bruder. Sondern wir sind wirklich der Bruder. Wir heißen James. Aber Lilly ist jetzt weg. Unsere Schwester, die uns immer bei allem geholfen hat. That's a funny name. Can you help me find my sister? Wir fragen jetzt irgendwas, ob es uns helfen kann, oder irgendwer, Lilly zu finden, also unsere Schwester. Für mich klingt das immer noch wie so eine Mädchenstimme, es tut mir leid. Es liegt eine tote Ratte schon wieder. Ja, Freunde. Oh. Was ist mit ihm passiert? Wow. Oh. Wollte ihm nur helfen. I was drowning in a sea of thirst.
I was feasting, but never full. You, my teeth are yours to bear. Okay. Der Erzähler hat scheinbar auch einiges erlebt. Müssen wir eigentlich zurück? Ich weiß gar nicht mehr. Hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Lol. Also es ist auch immer so ein bisschen Switch, ob wir jetzt in einem Schiff sind oder irgendwie in unserer Fantasie hier. She's been gone a long time. I'm scared something happened to her. I didn't mean to. She told me to go back. Genau. No, stop it. It's not true. Das ist wirklich so. Sie sagte, wir sollen zurückgehen. Wir haben ihre Befehle befolgt. Sie ist ja unsere... Also sie ist Captain. Und wir sind ja nur der Quartiermeister. Oh, nee. Warte, Alter. Wir sind ja nur der Quartiermeister und wir müssen ihre Aufträge befolgen. Ja. Dieser Slender? Müssen wir gucken, was gleich schwer ist? Arm vielleicht? Wo ist der Arm und Bein? Hier noch ein Arm? Ne, nicht nur ein Arm, noch ein Arm. Nee, hä? Vielleicht. Kopf. Und der Arm. Das ist gleichwertig? Nee. Okay, oi. Zweimal den Kopf. Die ist immer noch viel schwerer. Warte mal. So, und hier drüben ist der Kopf. Wow, wow, wow. No. Arm und Kopf. Stripped of all my riches. I sailed the sea of nothingness. My debt to you, I will repay. Here is my pound of flesh. Gut. Okay, er hat jetzt seine Schulden beglichen, der Typ. Erzähler. Okay. Es sieht ja auch so, es sieht extrem schön aus eigentlich, aber es sind so viele Wege. Wirklich. Jetzt sind wir wieder bei einem Schiff. Viel Gold. Okay, wir müssen hier wieder etwas machen. Oh. Lol, haben wir auch ein anderer Albtraum meine ich. Drift in a sea of lethargy. My hands, the devil's playthings. Put them to some use.
Wir sollen seine Dings brauchen. Irgendwie. Also ist... Ich glaube, er ist gestorben. Oh. Wieder zu dieser einen Schatztruhe. Boah, es ist aber auch so wehr. Aber hier können wir unten durch ins Schiff oder nicht? Oder wie oder was? Nee. Komm wieder ran. Hallo? Keine Ahnung. Hier geht's ja auch noch durch. Was ist das? Oh. Denn hier los, Alter. Wallowing in a sea of shame, I was never one to serve. But for you, I swallow my pride. Okay. Interesting. Wow. You're right, it is my fault. Yes, I can still save her. She can live on forever. Show me the way, I'll do what needs to be done. I'm the captain now. My captain. Okay, wir sind jetzt schon mal der Captain. Und ah, jetzt ist ja auch eine Leiter. Okay, wir werden natürlich unserer Schwester helfen, egal was passiert. Lead us, oh Captain. We will follow you across the seven seas. Oh, warte mal. Was muss ich denn machen, Alter? Was muss ich denn machen? Ich weiß es nicht. Lead us, oh Captain. We will follow you across the seven seas. Oh. Seele begleicht eine Schuld. We've lost another soul. Oh nein. Das mich das irgendwie gar nicht. Wow. Ich bin alles, was übrig ist. Oh. Ich hab's geschafft. Forever. Ja, immer. Oh. Oh. Aber wir brauchen als erstes ein neues Schiff.
Wo wachen wir jetzt auf? Wieso? Wieso? Ja. Nein. Here we are again. You almost had it. Was ist das? Yep. She lied to me. Was ist das? She lied to me. She lied to me. She lied to me. She lied to me. Ja, aber es ist. Also unsere Schwester hat uns angelogen. Uah. Oh mein Gott. Das ist Lilis Kopf. Jim, warte. Wo auch immer du bist. Ich weiß nicht, ob wir hier sein dürfen. Oh, It's so dark. Can't you hear it? Ja, kann ich. Lilly! Happens. What if I can't find you? Shh. Listen to my voice. Hold it deep inside, and I will always be there for you. Forever. Forever. Ja, also. Lilly ist schon mal wirklich gestorben. Sie hat jetzt. Bin ich gerade über Bord gefallen? Also. Ah, Höhe. Wir fallen runter. Genau. Das werde nicht ich sein, wenn du mich wieder siehst. Was? Das Kröchner-Schiff geht unter, Hälfte der Passagiere verschollen. Was? Nautische Experten und Laien? Laien? Sind gleichermaßen schockiert darüber, dass das hochmoderne Kreuzfahrtschiff in den frühen Morgenstunden auf dem Boden des Atlantiks gesunken ist. Die Jungfernfahrt wurde gleichzeitig zu seiner letzten Reise. Tragödie ereignet sich in der fünften Nacht der Überfahrt, als ein Feuer in einem der Maschinenräume ausbrach. Trotz der Bemühungszeit seitens der Crew verbreiten sich die Flammen über die untere Decks aus und verursachten eine gewaltige Explosion. Ein Heizraum, der den gesamten Rumpf durchbrach. Während die genaue Zahl der Todesopfer noch nicht bekannt ist, gehen die letzten Schätzungen davon aus, dass ungefähr die Hälfte der über 1000 Passagiere und Crewmitglieder dem Feuer zum Opfer gefallen sind oder in den kalten Meerestiefen verschollen sind. Okay. Da sind wir jetzt unter Wasser, also einmal ist. Oder sind wir gesunken? Okay. Okay, da gibt's. Ne? We are now entering the eastern part of the borough. This particular area holds a special place in my heart, as I grew up not far from here myself. You run, but do you know the way? You build one character, you destroy the other. There's no other way. You follow reason, you see through it. You cut away the strings. Hey,
village. You look for a better way. Nothing is ever easy. I just pushed you. When the tide rises, you give in. You choose the easy way. Ah. It's Lily. Lily war die ganze Zeit bei uns. Und wir wachen Ida auf. Wir heißen einfach Charakter. Seht ihr jetzt nochmal dasselbe? Ja, wow. You run, but do you know the way? Warte mal, so. Okay. Leute, das war's mit dieser Folge Lies of Fear 2. Scheinbar gibt es ja noch ein Part. Deswegen würde ich sagen, das war's mit dieser Folge Lies of Fear 2. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.